Die Zahlen sind erschreckend. Laut Statistischem Bundesamt fielen im Jahr 2020 rund 11 Millionen Tonnen Lebensmittelabfälle an. Jeder Verbraucher wirft demnach 78 Kilo in 12 Monaten weg. Das ist zu viel. Das denken sich auch die Menschen, die Lebensmittel, die in Mülltonnen landen, wieder herausfischen, um sie zu verzehren. Entweder selber oder sie werden weitergegeben. Die Lebensmittelverschwendung ist seit Jahren ein großes Problem und stellt uns vor enorme gesellschaftliche Herausforderungen. Noch genießbare bzw. verzehrfähige Lebensmittel, die haben in Abfallcontainern gar nichts verloren, die gehören nämlich erst überhaupt nicht in den Müll. Aber wer weiterhin fremdes Eigentum zerstört, um an Lebensmittel zu kommen, der muss mit einer Strafe rechnen. Und nicht nur das. Auch der Unmut der Lebensmittelhändler wird nicht abbrechen. Bisher hat man so seine eigenen Erfahrungen. Wir hatten schon ein-, zweimal mal so Vorfälle, ja, aber das eine, erinnere mich noch dran, die sind dann auch über die Absperrung geklettert. Die haben dann aber auch noch andere Sachen mitgenommen, nicht nur aus dem Container, also Zeitungen. Und das war dann Diebstahl und das haben wir auch zur Anzeige gebracht. Also das war dann nicht nur reines Containern, da war dann schon auch mehr dahinter. Aber so haben wir, denke ich, kein großes Problem damit. Der Vorstoß, Essen aus Abfallcontainern zu retten, kommt auch bei dem Geschäftsmann durchaus an. Es muss halt alles in seinem Rahmen bleiben. Viele Lebensmittel, die nicht mehr in den Verkauf kommen dürfen, könnten einen anderen Zweck erfüllen. Wir geben die Lebensmittel vorzugsweise an die Tafel. Also alles, was irgendwie verwertbar ist, nehmen die mit. Und ein paar Sachen haben wir dann auch noch, die geben wir an Menschen mit Tieren. Also wie altes Brot oder so, das jetzt dann nicht mehr gegessen werden kann. Das wird an Tiere verfüttert und ansonsten wird es gar nicht so viel weggeschmissen bei uns dann am Ende mehr. Das sind wirklich dann Sachen, die nicht mehr verzehrbar sind. Also wir reden von schimmeligen Produkten. Die Änderung des Strafrechts kann vieles erleichtern. Es müssen nur die Rahmenbedingungen passen. Ein Vorschlag des Bundeslandes Hamburgs mit entsprechenden Änderungen, die auch sinnvoll sind, liegt vor. Diese finden auch die Unterstützung des Bundesjustizministers Marco Buschmann. Eine Einstellung des Strafverfahrens kommt demnach regelmäßig in Betracht, sofern die Verwendung von Lebensmitteln eben keine Gesundheitsgefahren oder auch Haftungsrisiken für den Eigentümer bedeuten. Und so können viele Lebensmittel vor der Vernichtung bewahrt werden. Die Vereinfachung muss aber klare Grenzen haben. So sehen das auch die Menschen auf der Straße. Ich wäre dafür, weil weniger Lebensmittel dadurch weggeschmissen werden. Ja, ich finde es gut, es straffrei zu machen, bloß man muss halt irgendwie gewährleisten, dass die Leute, die dann aus den Containern die guten Sachen rausholen, nicht den Müll daneben schmeißen und dann alles umeinander liegt und so. Ich denke, jemand, der es nötig hat und der finanziell darauf angewiesen ist. Und auf der anderen Seite, wenn da Lebensmittel in den Containern einfach weggeschmissen werden, weiß ich nicht. Also ich finde es nicht schlimm, wenn es straffrei gemacht wird. Also ich finde es eigentlich prinzipiell auch gut, vor allem wenn man einfach mal sieht, wie viele Nahrungsmittel auch weggeschmissen werden, also wenn sie dann nicht weiterverwendet werden. Und ich denke, da ist es einfach Quatsch, sage ich jetzt einfach mal, das zu also strafbar zu machen für Leute, die das wirklich noch verwenden können. Immer sagt man ja, man soll überlegen, wie man konsumiert, anstatt dass man auch mal das, was man schon hat, auch den anderen Leuten zur Verfügung gibt. Und nur weil jetzt vielleicht, keine Ahnung, das Ablaufdatum abgelaufen ist, das Verfallsdatum abgelaufen ist, heißt ja noch lange nicht, dass man es noch nicht essen kann. Also deswegen finde ich es gut. So könnte das Retten von Lebensmitteln straffrei werden, wenn dabei Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch weiterhin strafbar bleiben. So die Politik abschließend.